Ja, glaube ich auch. Egal! Warte, ich mach mal eine Ach, Schmarrn. Doch, doch. Ja? Besser ist das, ja. Preisbild. Ja, so. Lieblingsspruch, Ente kackt die Ente. Was? Was? Am Ende kackt die Ente. Nee. Warte. Okay, ist ja auch geil, für Outtakes. Ja. Warte mal. Warte, ich sehe mich sowieso. Hallo, ich begrüße alle ganz herzlich, die vom Kanal von der lieben Jasmina zu mir hergefunden haben und auch alle anderen, die jetzt hier das erste Mal einschalten. Wir sind gerade dabei, den TMI-Tag zu machen und sind jetzt gerade inzwischen schon bei der Frage 13. Und ja, bei mir wird es jetzt eben die nächsten 12 Fragen geben und das nächste Video mit den nächsten Fragen gibt es dann bei der lieben Niki. Also fangen wir an mit der 13. Frage. Wie alt bist du? Ich bin 24. Dein Sternzeichen? Ich bin Skorpion. Das musstest du eben schon mal sagen. Ja. Dinge, die dein Partner innehaben sollte. Schöne Formulierung. Doch, du kannst jetzt sagen, was er innehaben sollte und dann können sich die Zuschauer gerne alle melden, die das haben. Ach so. Ja. Können wir doch so machen. Dinge, die dein Partner innehaben sollte. Also die wichtigste Eigenschaft bei meinem Gegenüber in diesem Fall ist mir Vertrauenswürdigkeit. Ja. Das ist wichtig. Ja. So, 16. Lieblingsspruch. Nee, ich glaube, ich hab früher mal einen Spruch gehabt, den ich richtig, richtig toll fand. Und ich finde, es ist eigentlich immer noch ein guter Spruch. Und der heißt, jetzt muss ich überlegen, ob ich den richtig zusammenkriege. Whatever people say I am, that's what I'm not. Also, ja, das war so meine revolutionäre Phase, wo ich gedacht habe, dass alle gegen mich sind. Und es ist einfach so, Leute, die einfach etwas über mich erzählen oder halt generell Leute, die einfach über andere lästern, genau das ist man eben immer nicht. Als das, was sie sagen, weißt du? So habe ich halt früher mal empfunden und irgendwie, ich finde den Spruch einfach irgendwie cool. Hat ja, sowas selbstbewusst. Ich musste zwar erst nachdenken wegen Englisch, aber. 17. Frage: Lieblingsschauspieler. Muss ich kurz ein bisschen überlegen. Ist es arg klischeehaft, wenn ich mit Ryan Gosling antworte? Nein. Ja, der ist schon, also ja, ein sehr guter Schauspieler. Gut. Ein schöner. 18. Genau. Lieblingsfarbe ist bei mir, ich würde sagen, so roséstichig, manchmal gerne auch pink, aber... Wie die Lippen. Wie die Lippen. Aber so eine richtige Lieblingsfarbe habe ich eigentlich nicht. Ja. Laute oder ruhige Musik? Laute. Das ist geil. 20. Wo gehst du hin, wenn du traurig bist? Am liebsten kuschel ich mich dann einfach zu Hause irgendwie in eine Decke oder so. Oder wenn ich, natürlich, wenn es einen Grund hat, warum ich traurig bin, zum Beispiel, wenn ich mich mit irgendwem gestritten habe oder so, dann versuche ich natürlich zu dem zu gehen, weil ich gerne Sachen kläre und ein sehr harmoniebedürftiger Mensch bin. Also kommt immer auf die Situation an. Aber allgemein, wenn ich traurig bin, dann bin ich eher so zurückhaltend und bin halt für mich so irgendwie, ja. Wie lange dauert eine Dusche bei dir? Das ist auch ein komischer Satz. Eine Dusche bei dir. Ich würde sagen, das Problem ist, dass ich sehr, sehr gerne immer warm dusche, heiß dusche und da kann ich halt auch sehr lange darunter stehen. Also ich dusche sehr gern, auch wenn es komisch klingt. Vielleicht so, ja doch 10 Minuten ungefähr. Ja, das geht. Ja. Ja. Nicht so toll. Genau. Gerade so. Wie lange brauchst du, um dich fertig zu machen am Morgen? Oh, gute Frage. Gute Frage. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel in die Arbeit gehe, schminke ich mich gar nicht so doll. Also ich würde vielleicht sagen 10 Minuten, wirklich. Ich kleister mir einfach nur Wimperntusche drauf und aus dem Haus. 10 Minuten, krass. Das geht echt schnell. Schlecht. Warst du jemals in einer Schlägerei verwickelt? Oh, Jasmin! Unzählige! Ja. Immer gewonnen, oder? Ja, absolut, okay. Ja klar. Immer voll dabei. Ich gehe jetzt auch ins Fitnessstudio rück. Nein. Ich bin mal dazwischen gegangen, tatsächlich. Sehr gut. Ja. Aber ansonsten eher nicht so. Nee. Kommt
kommt nicht so oft. Nicht so oft. 24. Was turnt dich an? So könnte ich die Frage mit der Schwiegerei. Mich turnt an, wenn jemand weiß, wer er ist, also selbstsicher einfach ist, aber nicht überheblich, sondern einfach weiß, wie er so ist, ne, wie er so wirkt. Und Humor auf jeden Fall. Also wenn wer witzig ist, das, ja, ja, da bin ich irgendwie dabei. Und das waren, glaube ich, schon die Fragen, ja, für dich, oder? Ja. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hatte ja sehr nette Gäste. Und da würde ich sagen, wenn ihr die nächsten 12 Fragen sehen wollt, schaut bei der Niki vorbei. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Schaut auch außerdem noch bei meinen letzten beiden Videos vorbei. Und zwar zeige ich euch hier oben meine momentan liebsten Produkte aus dem Bereich Drogerie. Und hier unten könnt ihr ein Get Ready With Me sehen. In dem zeige ich euch Make-up, Haare sowie Outfit.